Finale geturnt und durfte bei einem internationalen Wettkampf im Finale turnen. Das ist schon eine riesen super große Leistung. Dafür schon mal einen dicken Applaus. Natürlich gehört sie damit auch zum Landeskader und darüber hinaus auch zum Bundeskader, sonst könnte sie dort gar nicht starten. Die Mädels trainieren mittlerweile dreimal unter der Woche, 2,5 Stunden, haben Ambitionen nächstes Jahr teilweise, inwiefern die Schule es zulässt, noch ein viertes Mal zu machen. Dort ist in der Regel ein Wochenende frei im Monat, die anderen sind auch durchtrainiert. In den Ferien immer eine Woche Trainingslager, eine Woche frei. Also da steigt das Pensum dann schon enorm, um eben diese Leistung abrufen zu können. Lilly, ich wünsche viel Spaß, zeig, was du kannst. Dass man eben wirklich zum Bundeskader und damit zu den Top-Sportlern in Deutschland gehört.